Heute aus der Region Hannover. Prunus Spinosa. Ihr wisst ja, ein riesiges Paket kam an. Alles Prunus-Arten, sprich Kirscharten. Und Spinosa ist jetzt der einzige Strauch, sage ich jetzt mal, den wir alle kennen sollten als Schlehe hier bei uns. So, mir fällt eines auf. Ich habe hiervon jeweils zwei Töpfe, zwei für mich, zwei für den Holger bestellt. Das Paket zu Holger ist jetzt unterwegs oder vielmehr seit heute Vormittag unterwegs. Genau. Ich habe alle Bäume einkürzen müssen, denn ich hatte hier so 1,50 Meter und so weiter. Passt ja irgendwie nicht in eine Gruppe oder in einen Wald oder sowas. Jetzt wollen wir hier mal gucken, was hier wirklich drin ist. Denn es sind drei Stämme und vielleicht muss ich mich da von ein oder zwei Stämmen verabschieden. Verabschieden in dem Sinne, dass ich die rausnehme. Und wir wollen ja eine Gruppen- oder Waldpflanzung machen. Blub, da sitzt sogar noch Zug drauf. Und jetzt muss ich mir also die Wurzeln angucken. Ich kann euch sagen, das hier ist möglicherweise über und kommt deswegen vermutlich auch im Verkauf. Sie lassen sich ein bisschen bewegen. Das ist nicht unbedingt so, dass da unbedingt jetzt ein Stamm ist, aus dem die kommen. Ich glaube auch nicht, dass das sein muss, dass wir das so behalten, sondern wir wollen ja, wie gesagt, Gruppen oder Waldpflanzen, wo man ein bisschen durchgucken kann, wo man auch sehen kann, okay, das ist eine Pflanze, das ist eine Pflanze, das ist eine Pflanze und so weiter und so fort. Und für unsere Schalen ist das, glaube ich, alles ein bisschen opulent. Es wird riesig. Aber es passt nicht alles in die Schale. Deshalb muss ich mir da noch was überlegen. Ich habe die Dinger jetzt eingekauft, jetzt sind sie da. Jetzt will ich mal gucken, was kann ich daraus machen. Und deshalb nehme ich den jetzt erstmal aus dem Topf. Guck mir die Wurzeln an. Kann ich die vereinzeln? Was brauche ich am Ende für eine Gruppe? Dann muss ich die Grundversorgung noch machen. Ich habe jetzt erstmal nur abgeschnitten, damit sie überhaupt in ein neues Paket passen und dass Holger und ich vom gleichen Material auch rausgehen. Dafür wollte ich sorgen und ich kann euch nur sagen, es ist deutlich mehr geworden, als ich erwartet habe. Und jetzt kann ich auch nur noch sagen, ich bin gespannt, was hier drin steckt. Das alles ist natürlich sehr, sehr herbstlich. Hier ist noch ein Blatt. Gut. Gucken wir mal rein. Ich habe mal kurz geguckt, ob ich euch noch ein bisschen näher holen kann, aber das Ganze vergessen. Das ist einfach jetzt erstmal von der Länge her nicht möglich. Jetzt wollen wir hier mal gucken. Eins ist ziemlich klar. Der Topf ist sehr marode, der bricht schon auseinander. Ich hoffe, ja, das geht. So. Jetzt heißt es, was kommt dabei raus, wenn wir da reingucken. Ihr seht vielleicht, hier sind überall Wurzeln. Auch frische, neue. Boah. Aber der ist fest, der Wurzelballen. Ich weiß gar nicht, wo ich rangehen soll. Ich erinnere mich, das war bei der Filzkirsche, glaube ich, genauso. Also eins haben wir nicht, Mangel an Wurzeln. Das kann ich so schon mal sagen. Das klappert hier alles noch. Ein Blatt. Klappert wie eine Klapperschlange. Das wird jetzt ein Akt von Stunden, denke ich mal.
Und ich glaube, das gucken wir uns das an, wenn ich weitergekommen bin, wenn ich weiß, was sich hier dann innen drin auftut. Wenn ich jetzt nur daran denke, was noch alles an Bäumen zusätzlich gekommen ist, welche Arten. Naja. Könnt ihr euch vorstellen, was da jetzt auf mich zukommt? Was heißt jetzt, also heute dich, aber ich starte hier halt mal und will sehen, was wir denn wirklich haben hier. Die lassen sich voneinander bewegen, das heißt, die Wurzeln sind ineinander gewachsen. Und ich werde jetzt mal mit dem Haken wahrscheinlich nicht allzu weit kommen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo meine Säge ist. Denn ich mache den Wurzelballen auf. Es ist überall gut durchwurzelt. Das geht hier oben gleich los. Muss mal noch reingucken, wie weit ich runterkomme. Die ersten verzweigten. Sind sie schon, also auch schon ziemlich hoch angesetzt. Die haben Spiel voneinander. Ich würde sagen, ich schneide hier unten ein Stück ab, dann komme ich leichter an die Wurzeln von innen, von unten daran, denn so wird dann nichts. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo meine Säge ist. Geht gleich weiter. Da habe ich sie. Jetzt gucke ich mal, was denn so geht. Feine Säge genommen. Ich hoffe, dass die Zähne groß genug sind, dass ich die überhaupt durchkomme. Nehme jetzt erstmal ein paar Zentimeter von den Ballen weg. Ja, da bin ich aber dann auch schon in einer Pfahlwurzel gelandet und das sind drei Pfahlwurzeln. Sogar vier. Ich weiß nicht, ob das sichtbar ist. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Wurzelmasse beginnt hier oben aber schon. Viel mehr ist mir damit noch nicht geholfen. Aber mehr möchte ich jetzt noch nicht abnehmen. Nur wir brauchen natürlich nicht ewig lang nach unten gehende Wurzeln, weil wir ja nur eine flache Schale haben für mehrere Bäume. Natürlich torfhaltiges Substrat, aber extrem durchsetzt mit Wurzeln. Hier sind auch schon ganz schöne Wurzeln. Vielleicht sogar für eine Solitärpflanze gut geeignet. Aber wir wollen mal nicht den Abend oder den Tag vor dem Abend loben. Sehr, sehr filzig. Sehr, sehr filzig. Wow. Okay, da habe ich nichts Schlimmes getan. Die Wurzeln sind immer noch kompakt, es ist immer noch genug dran. Und jetzt kommen die typischen Wurzeln, die hier wie so ein Ring um in den Topf gelaufen sind. Also ein paar Jahre steht er da schon drin. Ich kann nur sagen, insgesamt sind fast alle Bäume größer ausgefallen, als ich sie bestellt habe.
Was mich natürlich zu dem Problem bringt, dass wir ja nur eine bestimmte Pflanzgröße zur Verfügung haben. Und wir vielleicht gar nicht alle Bäume verwenden können. Ja, alle sowieso nicht, das sehe ich auch so. Ah ja, jetzt geht es aber leichter. Das sagte mir, ab hier kratze ich mal alleine ein bisschen weiter und hole euch dann gleich wieder dazu, wenn man ein bisschen mehr von den Wurzeln erkennen kann. Ich denke mal auch, dass ich hier ein bisschen waschen muss. Das ist alles organisch hier. Und einen so einen Wurzelballen, der würde ja schon die halbe Schale ausfüllen. Was natürlich Blödsinn ist, wenn noch 9 andere Pflanzen da hinein sollen oder vielleicht auch nur 3 oder 4, wer weiß. Aber das sollte jetzt erstmal genau betrachtet werden. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier sind oben auch schon kräftigere Wurzeln, die hier fast sternförmig abgehen. Aber ich habe die 3 noch nicht voneinander getrennt. Und es ist möglich, dass das auch gar nicht geht. Doch, es geht. Das habe ich mir gedacht. Das ist jetzt von dem stärkeren. Eine Wurzel. Hier haben wir dann auch nochmal. Das Knäuel löst sich und ich muss jetzt mal ein bisschen ziehen. Und sehe, es wird was. Ich habe mir schon einmal bereitgestellt, ich habe 1 oder 2 von ihnen. Packe ich in einen Eimer. Wenn ich erstmal weiß, wie die Wurzeln aussehen, dann kann ich die natürlich auch besser verwenden. Den habe ich mir schon mal ausgeguckt für die offizielle, die endgültige Schale. Und ich habe ja noch einen Topf davon mehr. Komm, wo gehörst du hin, verflixt nochmal? Zeig mir das. Zum Hauptstamm, zum dicken Stamm, okay, den kann ich auch noch mal ziehen. Jetzt habe ich hier noch einen kleinen, der passte hier auch gut in die Schale. Aber was ist mit dem dicken? Wurzeln genug? Als solitär vielleicht gar nicht geeignet. Wird vielleicht auch da reinpassen. Aber ich habe ja noch eine zweite Waldschale. Das ist vielleicht etwas, was ich dann aus den, in Anführungszeichen, Resten machen könnte. Also vorhabe ich jetzt jedenfalls einen Baum zu topfen, den ich als solitär behalten möchte und als solitär auch weiterziehen möchte. Und ich sehe hier, der dickere hat völlig ausreichend Wurzeln. Und kann. Glaube ich, besser als solitär stehen, als mit anderen zusammen in der Waldschale oder Landschaftsschale, wie auch immer.
denke, wir beide haben jetzt ziemlich viel Material. Holger und ich. So, hier haben wir jetzt Wurzeln, die steht nach oben. Kann man vielleicht noch nach unten mit dem Draht nach unten biegen, aber hier oben. Da steht ein bisschen zu viel von dem Zeug. Bleibt mal eben ganz ruhig liegen, ne? Die brauche ich auch nicht, ist viel zu hoch. Kriege ich auch nicht nach unten so richtig. So. Die hier sind alle noch schön fein. So. Der erste Baum ist erstmal so weit fertig, dass ich sagen kann, okay, du kommst jetzt erst ins Wasser. Nee, ins Wasser du nicht. Du kommst tatsächlich in eine Solitärschale. Eine Trainingsschale. Für weitere Aktionen muss ich mir dann tatsächlich noch einige Teichpflanzkörbe besorgen. Denn ich glaube, was wir an Material jetzt haben, das überschreitet bei weitem das, was wir auch verarbeiten können für unsere Schalen für Kinder oder Kirschen für Kinder Aktion. In der einen Schale von Bodo Schröder. Hier brauche ich auch nicht großartig noch was rausfriemeln oder ausspülen. Das sieht ganz gut aus. Ein bisschen von dem humosen Boden darf da ruhig drin sein. Das ist torfhaltige Erde, habe ich gesehen. Ich will den aber ganz schön pieksig. Kleiner machen. Und bevor es gleich wieder Kommentare hagelt, hole ich mir eine Tasse mit Wasser, damit ich den Rundverschluss auch anbringen kann und ihr damit einverstanden seid. Denn das war ja auch nochmal wieder. Nimm doch einfach eine Tasse Wasser. Mir ist das wurscht eigentlich. So, ich glaube, hier habe ich so ziemlich alles, was wachsen kann und wachsen darf, für einen Solitär dran gelassen. Jetzt Rundverschluss. Neuer Topf, eintopfen und dann kommen die beiden anderen erstmal ins Wasser, glaube ich. Denn ich, wie gesagt, es gibt ja noch einen zweiten Topf davon. Ebenfalls drei Stämme. Das heißt, das hieß, ich habe alleine von dieser einen Art dann schon fünf Stämme. Das ist zu viel. Also ich werde es anders aufteilen müssen, ich werde Teichpflanzkörbe kaufen müssen. All das habe ich heute versäumt. Aber gut, es war so viel los in der Schule, dass ich erst sehr, sehr spät dran komme und ich war froh, dass heute Morgen die Pakete abgeholt wurden, ohne dass ich dabei war. Ich habe es tatsächlich hingekriegt, dass ein Schild an der Klingel ausreichte, dem Boten die Pakete abzuholen lassen. So, Sprühflasche, Substrat und neue Schale. Ich habe hier schon mal eine Tüte mit Sphagnummoos. Da packe ich die anderen beiden, die ich jetzt im Moment nicht weiter verwenden werde. Nein, pack noch ein bisschen Moos oben drauf, streifen Klebeband drüber und fertig aus dem Moos. Pack sie nicht
in einen Eimer mit Wasser, sondern hier diese Tüte verschließe ich. Da bleibt die Feuchtigkeit dann komplett drin. Ihr kennt das Prinzip. Wer schon Pflanzen von mir bezogen hat, ohne Topf, der weiß, dass die immer gut ankommen. So. Auf Sphagnummoos stehen, das ist alles nass. Jetzt brauche ich noch die Klebebandrolle. Dazu bekomme ich übrigens zum Wochenende hin wieder Nachschub, denn das Klebeband ist mir ausgegangen beim Paketepacken. Aber ich glaube, ich habe jetzt im Moment auch keinen Rückstand mehr, sind alle weg. So, seht ihr, kompakt, feuchte Wurzeln, ein dunkler Ast, abgebrochener Ast hier, kommt so auf den Balkon und so kann das eine ganze Weile überdauern. So können sie auch verschickt werden. Ich mache jetzt die alte Erde hier raus, muss das Ding gleich ein bisschen ansprühen. Da wird nämlich der Ballen schon etwas trocken, weil ich da ja fast alles rausgenommen habe, was organischen Ursprungs ist. Und das hält ja so wie das Sphagnummoos hier die Feuchtigkeit erstmal an den Wurzeln. Okay, kümmere mich jetzt erstmal darum. So, hier ist jetzt alles wieder, naja, sauber nicht, aber erstmal gut zum Weiterarbeiten. Ich habe zwischendurch auch schon mal eingesprüht, denn ich weiß noch nicht, wie schnell oder langsam ich jetzt bin mit dem Eintopfen, denn das soll hier drin geschehen. Und wo habe ich denn die Tasse mit Wasser stehen? Ich habe meine Tasse mit Brennnesseltee mitgebracht. Genau. Und die Tasse mit Toast-Brennnesseltee. Übrigens auch ganz lecker. Und die Tasse mit dem Wasser, einfach für die Finger, steht noch in der Küche. Hol ich her. Es ist natürlich ganz wichtig, dass ich jetzt die Wunden versorge, bevor ich was anderes mache. Erstmal ein Stückchen rausnehmen hier. Besser? So, Finger sind nass. Passt. Geht sehr gut. Ich habe ja nochmal abgeschnitten, das mache ich ja immer so. Ich kürze ja erstmal ein, weil ich verschicke. Und wenn ihr was bekommt, wo kein Wundverschluss drauf ist, dann bitte ich euch, das für euch zu machen, nochmal nachschneiden ins gesunde Holz und dann den Wundverschluss drauf. So, jetzt muss ich hier eben ein bisschen sortieren. Sind immer noch Wurzeln, die so hoch stehen. Noch. Ich glaube, die Flasche steht im Weg, die Sprühflasche. Hier stehen auch Wurzeln hoch. Das ist ja typisch für so eine Baumschulpflanze. Da wachsen die Wurzeln ja wirklich in alle Richtungen. So wie wir sie eigentlich nicht haben wollen. Deshalb schneiden wir die nochmal mit einer scharfen Schere ein bisschen nach. Das ist so eine spiralförmige Wurzel, die schneide ich raus. Aber die schneide ich von oben zum Stamm hin runter schräg, damit sich da neue Wurzeln bilden können. Und schon dürfte es jetzt in die Schale passen. Hier ist die Schale.
Und ich muss sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Etwas Substrat. Ich glaube, ich müsste den eigentlich noch verziehen. Ja. Das heißt, Stück Draht hatte ich ja schon fertig hier. Diese Trainingstöpfe haben ja nun wirklich fast so wie Bodo Schröder Schalen alle Möglichkeiten zur Befestigung. Auch wenn Substrat schon drin ist, irritiert das nicht sonderlich, sondern es funktioniert. So, ich mache hier einen relativ mittigen Stand. Dann muss ich die Wurzel ein bisschen zur Seite bewegen. Keine Sorge, ihr kriegt das alles noch ein bisschen näher zu sehen. Gehe hier mal um die kräftige Wurzel rum und die untere kräftige Wurzel. Zur Fixierung in der Schale. Und jetzt habe ich auch einen Stand erreicht, das ist er nicht, ich weiß aber, dass du da bist, jawohl, ich habe mir doch alles hingelegt, so, jetzt fixiere ich den Baum. So, wie ich ihn haben möchte, schneide die Drahtenden ab. Diese könnten noch reichen für Netze. Ah, mal einen Wundverschluss zu machen. Dann gibt es einfach nur noch ein bisschen das Substrat an die Wurzeln anschmiegen. Ein paar Wurzeln gucken noch ein bisschen naseweißartig raus hier. Aber das stört mich nicht weiter. Das, was jetzt nach oben rausguckt, das sind ganz feine, dünne Härchen. Die werden so wie im Teipot oder im Teichpflanzkorb schlichtweg an der Oberfläche vertrocknen. Wir haben das, ich habe vorhin noch von Mike Bonsai and More das Video gesehen. Ja, Mike, du hast recht, es regnet. Es ist ekelhaft. Es weht, es regnet. Aber es nützt nichts. Manche Dinge lassen sich nicht aufschieben. So, ich werde eine Weile noch Trainingsschalen nutzen, die nächsten Tage, um weitere Kirschen oder Pflaumen, wie auch immer, Prunusarten zu topfen. Wir haben dabei Prunus Mahalep. Aber auch die Blutpflaume ist dabei. Und die Blutpflaume, da habe ich noch ein Déjà-vu an meine Anfängertage in den 70er Jahren gehabt. Damit habe ich als erstes versucht. Die ist mir aber im ersten Sommer eingegangen. Also überwinde ich jetzt dieses Trauma, ja oder nein?
Ich gehe davon aus, mit der heutigen Erfahrung natürlich. Aber irgendwie bin ich nie mehr dazu gekommen, die nochmal zu nehmen, weil das rote Blau, das hat mich so interessiert. So, Freunde, eingetopft ist er. Prunus spinosa, die einheimische Schlehe oder Schwarzdorn. Die Dornen sind fast alle weg. Ja, ein paar sind noch da, die ein bisschen pieksen. Aber die stören mich auch nicht. Die gehören ja dazu. Ist ja kein Ding. Knospen sind hier noch dran, sind dran geblieben. Also können wir auf ein kompaktes Bäumchen hoffen im Frühjahr. Und natürlich auf ein kompaktes Wäldchen, was wir noch erreichen wollen. Wäldchen oder Gruppe, wie auch immer. Und ich sage euch jetzt schon, es wird einiges an Prunusarten jetzt geben in den nächsten Tagen. Ich habe eine totale Überkapazität. Das kriegen wir alles nicht in die Schale rein. So, es gibt jetzt gleich noch eine Runde auf dem automatischen Drehteller. Mal gucken. Ich könnte eigentlich noch eben die Oberflächen ein bisschen einspringen. Ich sagte ja schon, es regnet. Wenn es zu stark regnet, dann ist das frische, trockene Substrat nicht. Auch schnell ausgespült. Deshalb mache ich das immer ganz gerne. So, ich baue jetzt um. Noch eine Runde auf dem Drehteller. Und dann habt ihr jetzt den Auftakt gesehen zu dem, was alles noch kommen wird. Die anderen sind alle, also alle anderen Prunusarten, sind wurzelnackt bzw. in Tüten und Sphagnummoos und sowas eingepackt, so wie sie jetzt versendet werden im Herbst immer, wenn das Laub runter ist. Das ist ganz normal. Eine Baumschule macht das generell, dass sie auch am liebsten jetzt in dieser Zeit, denn die nennen diese Zeit, den Herbst, den Spätherbst im November, den benennen sie als die Pflanzzeit. Da wird eben aus der Baumschule ihr Material rausgeholt und dann entsprechend verschickt oder neu getopft und dann in der Baumschule selbst verkauft. So, Leute, eine Runde gibt's noch, dann war's das von mir für heute Abend. Und keine Angst, der Ahorn kommt auch noch dran. Ich musste mich jetzt erstmal um die Sendung kümmern, die überraschenderweise 2 Tage früher kam. Habe ich nicht mit gerechnet. Man sieht sich, würde ich sagen. Eine Runde noch.